Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Wunschreview. Ja, heute geht es um Mother's Day, also das Remake von Muttertag. Ja, es hat sich der liebe Silentium 141 gewünscht, sozusagen. Also ihn interessiert meine Meinung zu diesem Film. Und ja, also ich werde euch unten den Kanal verlinken. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, also wie gesagt, der Film selber, ich habe ihn damals abgebrochen sogar, weil ich ihn so langweilig fand. Habe ihn jetzt natürlich vernünftig komplett angeschaut. Ja, und muss sagen, also es ist jetzt kein Film, den man abbrechen muss, sage ich jetzt mal so. Aber ich hatte schon einige Schwierigkeiten mit dem Film. Ja, ich fange jetzt wie immer mit der Handlung an. Muss mich bloß entschuldigen, ich habe so einen Schädel auf. Ich habe gestern ein bisschen was getrunken. Ja, kurzen Schluck Kaffee. Oh. Ja, also es geht um, ja, geht eben um diese Familie. Sie haben halt eine Bank ausgeraubt und ja, wollen dann in ihr altes Haus, wo jetzt halt neue Menschen leben. Und es ist halt, ja, wie gesagt, so mehr Home Invasion oder eigentlich nur Home Invasion mit ein bisschen Terrorelementen drin, sage ich mal. Ja, ich hatte, wie gesagt, also ich bin jetzt ganz ehrlich jetzt kein großer Fan vom Original. Ich finde den Film in Ordnung, manchmal ganz interessant. Aber ich kann auch hier wieder sagen, es ist eigentlich ja das gleiche wie bei Maniac mit dem Remake. Es ist an und für sich kein schlechter Film, aber es hat halt mit dem Original eigentlich nur, ja, mit der Story ein bisschen was zu tun, sage ich mal. Weil man hat im Original eben, ja, wieder dreckige, atmosphärisch, muddelig. Ja, und hier hat man einfach wirklich so einen ganz, ganz, ja, sterilen, sauberen Film, sage ich mal. Und es ist auch von den Charakteren her. Also das hat mich so am meisten irgendwie gestört, weil man hat ja im Original, also die Brüder, die sind ja wirklich total eklige Hinterwäldler. Also ich sage nur der eine mit den ekligen Zähnen und so. Und hier hat man dann auf einmal Leute, die, ja, also aber durchweg alle schauen aus, als würden sie irgendwie aus dem Katalog oder so kommen, als wären alle irgendwie Models, und das fand ich halt schon ein bisschen halt ganz anders wie im Original, und das hat mich auch wirklich gestört. Sag mal, ich fand ja die hier die Mutter spielt, die fand ich ein bisschen schnucklig, aber so, also irgendwie auch unrealistisch, sage ich mal. Die ist Anfang 40 und sieht gut aus und alles, und auch hier im Original hat man dann so eine ganz ja, eklige alte Schreckschraube, und hier hat man eine gut aussehende Frau. Und auch die Söhne, die schauen auch, sagen wir mal, aus wie Models und haben eben nicht dieses ja, eklige, schmuddelige vom Original. Ich meine, man hat hier schon ein paar Sachen. Sagen wir mal, der eine, wie er da rumhüpft, wie der Affe, wie halt im Original. Und ja, so eine Hommage dann am Schluss, ich sage nur Fernseher und Putzmittel oder, aber das fand ich im Original wesentlich besser, muss ich sagen. Und was mich hier im Remake besonders gestört hat, waren diese meiner Meinung nach völlig unnötigen Handlungsstränge, ja, von jetzt den Charakteren. Es hat mich. Interessiert mich doch ein Scheiß, wer da jetzt mit wem eine Affäre hat und wer da sein Kind verloren hat, interessiert mich alles nicht. Ja, und was ich richtig scheiße fand, also ich fand den Film oft sehr nervig. Ja, dann kommt der wieder und dann doch wieder nicht, und dann haut er wieder ab und sie ist wieder weg, und es ist wirklich, wirklich ermüdend für mich gewesen. Also für mich kam keine Spannung auf. Der ganze Film ist nicht schlecht, sage ich mal. Also er ist nicht schlecht gemacht. Aber ich kann ihn jetzt euch auch nicht empfehlen. Also ich empfehle euch keine Filme, die mich selber langweilen, sage ich mal. Also da fand ich das Maniac Remake um einiges besser.
mal wirklich sagen. Ja, ich gebe dem Film also ja 3,5 von 10 Punkten. Also mehr ist nicht drin. Wie gesagt, er geht auch relativ lange. 1 Stunde 47 Minuten und hat halt wirklich Längen drin. Ich sage mal, auch vom Härtegrad ist eigentlich nicht brutal. Das Härteste für mich war mit dem Wasserkocher. Es spielt übrigens der Schwarze aus Saw 4 mit. Der hat mir am besten gefallen von den Charakteren her. Den finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber jetzt sagen wir mit dem Wasserkocher, oh, das fand ich ziemlich übel. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, aus dem Terrorbereich, da bin ich halt echt viel, viel Besseres gewohnt. Ich sage mal Frontiers und dergleichen. Und da wird dann jetzt so ein, ja, Kasperle-Theater. Nee, es ist einfach ein volle Kanne Mainstream-Film für, keine Ahnung. Also mir hat er nicht gefallen und fand eigentlich nur, wie gesagt, den Schwarzen cool. Ja, und fand halt die Mutter schnucklig. Aber ansonsten, ja, jetzt will ich natürlich wissen, wie ihr den Film fandet und wie ihr den empfunden habt. Ja, das war meine erste Wunschreview. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Knorr-Hans Siegberts.